Sie sind hier, 15. Oktober 2018, 21.57 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Maximilian Matera wartet auf der ATP-Tour schon lange auf einen Sieg. Urheberrecht Getty Images. Maximilian Matera unterliegt beim ATP-Turnier in Stockholm einem Lokalmatadoren. Es ist das 6. Erstrunden-Aus des Deutschen in Folge. Maximilian Matera ist auch beim ATP-Turnier in Stockholm zum Auftakt gescheitert. Der 23 Jahre alte Nürnberger verlor in der ersten Runde gegen den Schweden Elias Ymer nach 2 Uhr 36 Stunden mit 6 zu 4, 5 zu 7, 5 zu 7 für den Weltranglisten minus 67. War es die 6. Erstrunden-Niederlage in Serie? DATENCENDER, Ergebnisse aus Stockholm. In der schwedischen Hauptstadt sind damit noch 2 Deutsche im Einsatz. Philipp Kohlschreiber trifft am Dienstag in seiner Auftaktpartie auf den Australier Alex de Minaur. Qualifikant Oskar Otte bekommt es mit Jürgen Zopp aus Estland zu tun. Peter Gojovcuk hatte kurzfristig zurückgezogen.